Hallo zusammen! In diesem Video stelle ich euch unseren neuen professionellen DJ-Mixer, den DJM A9, vor. Ich zeige euch die neuen Features direkt am Gerät und erkläre die allgemeine Funktionsweise. Dabei wechsle ich zwischen meiner Präsentation und den DJM A9. Wenn du Gefallen an diesem Video gefunden hast, hinterlasse einen Daumen und gerne auch einen Kommentar. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere jetzt unseren YouTube-Kanal, damit du immer auf dem Laufenden bist, und aktiviere die Glocke, damit du benachrichtigt wirst, wenn es neue Inhalte gibt. Jetzt aber zum neuen Clubstandard von Pioneer DJ, dem Profi-Mixer DJM A9. Schauen wir uns den DJM A9 etwas genauer an. Dass es sich um den Pioneer DJ Clubstandard handelt, ist schon auf den ersten Blick klar zu erkennen. Das unverwechselbare Design ist natürlich auch beim DJM A9 zu finden. Hier noch einmal aus einem anderen Blickwinkel. Auch hier erkennt man deutlich die DNA der Vorgängermodelle, wie zum Beispiel des DJM 900 Nexus. Werfen wir zuerst einen detaillierten Blick auf das Layout vom A9, bevor wir uns die Features im Detail anschauen. Hier oben findet ihr den Input Select, da könnt ihr auswählen, welches Signal auf dem Kanal anliegt. Hier haben wir unsere Equalizer, Dreiband-Equalizer, die natürlich auch als Isolator genutzt werden können. Sound-Color-Effekte, jetzt neu mit dem Center Lock, den wir uns natürlich gleich nochmal etwas genauer anschauen werden. Die Fader haben auch ein kleines Update bekommen, dazu gleich mehr. Dann haben wir unten natürlich den Crossfader mit den Crossfader Assigns. Neu und bzw. erweitert, wir haben Headphone A und Headphone B und hier die entsprechenden Cues für Headphone A und B. Hier oben findet ihr die Phantomspeisung, Bluetooth und auch MIDI. Auch dazu gibt es gleich mehr. Hier die komplett neue Mikrofonsektion mit vielen Neuerungen und natürlich auch Effekten. Hier neu ist auch der Booth EQ, das heißt, ihr könnt jetzt die Equalizer einstellen für den DJ-Monitor. Hier unten findet ihr noch einmal die EQ-Curve und natürlich auch die Fader-Curve-Einstellungen. In dem Bereich wie gewohnt Multi-IO, der auch komplett überarbeitet wurde. Und dann finden wir hier natürlich die BeatFX-Sektion, die vieles Neues in sich birgt, wie man schon auf dem ersten Blick auch sieht, hier das neue Farbdisplay. Auch auf der Rückseite des DJM A9 sieht es etwas anders aus als bei seinem Vorgänger. Hier fällt als erstes die neue Bluetooth- und Wi-Fi-Antenne auf. Was es damit auf sich hat, werde ich später in diesem Video erklären. Außerdem wurden die digitalen Ein- und Ausgänge neu angeordnet. Das Netzkabel ist nun verriegelbar und somit vor unbeabsichtigtem Herausziehen geschützt. Der Headphone-B-Anschluss befindet sich an der Front des DJM A9. Dadurch, dass sich die Größe des DJM A9 geändert hat, passt er nun mit dem CDJ 3000 perfekt zusammen und bildet eine Einheit. Anhand der Key-Feature-Liste kann man sehr gut erkennen, dass es viele Neuerungen und Änderungen an unserem DJM A9 gibt. Fast alle aufgeführten Key-Features werde ich in diesem Video erklären und zum Teil auch demonstrieren. Deutlich zu erkennen ist das Pioneer DJ Club Standard Layout. So wird sich jeder DJ sehr schnell am neuen DJM A9 zurechtfinden. Wie bereits in der Feature-Liste ersichtlich, hat sich in Sachen Soundqualität einiges getan. Der DJM A9 ist mit einem hochwertigen 32-Bit DA-Wandler für hochauflösenden Sound von ESS Technology ausgestattet. Ein Unternehmen, das sich auf High-End-DA-Wandler spezialisiert hat. Damit steht er unserem Flagship, dem DJM V10, im Nichts nach. Master, DJ Booth, Send und Rack Out nutzten die 32-Bit-Technologie, damit der Klang auf dem Dancefloor, dem DJ Booth oder bei der Aufnahme perfekt ist. Mehr als 6 Jahre ist es her, dass der Vorgänger, der DJM 900 Nexus 2, erschienen ist.
Hier seht ihr noch einmal den direkten Größenvergleich. Auch wenn sich an der Größe einiges geändert hat, ist das Club-Standard-Layout immer noch zu erkennen. Das ist wichtig, damit sich DJs auf den neuen DJM A9 sofort zurechtfinden. Durch die Größenveränderung gibt es mehr Platz zwischen den Bedienelementen, wie zum Beispiel den Equalizer-Potis, was man an der gezeigten Grafik gut erkennen kann. Auch die Kanalfader wurden verbessert und sind nun identisch mit denen vom DJM V10. Der Crossfader wurde ebenfalls verbessert und ist nun mit einem McVell-Fader der Generation 3 ausgestattet. Soundcolor FX mit dem weltweit ersten Center-Lock-Drehknopf. Wir alle kennen das Problem, dass man versehentlich über die Mittelstellung hinaus beim Verwenden der Soundcolor-Effekte gelangt. Wenn ein Filter aktiv ist, wird der Sound eventuell nicht mehr wie gewünscht ausgegeben, da der aktive Filter zum Beispiel den Bass oder die Bassdrum filtert und der Track an entscheidender Stelle keinen Druck mehr hat. Bei aktiviertem Center-Lock ist das Überschreiten der Mittelstellung nicht mehr möglich. Das bedeutet, dass du selbst beim schnellen Drehen nicht Gefahr läufst, über den Mittelpunkt hinaus zu drehen und der Filter aktiv bleibt. Ich zeige euch kurz, wie das Ganze in der Praxis aussieht und wie sich das bemerkbar macht. Normalerweise können wir den Soundcolor-Regler einfach nach links und rechts drehen. Wie eben beschrieben, kann es natürlich sein, wenn man es einsetzt, dass einfach man überdreht. Im Eifer des Gefechts kommt man vielleicht zu weit rüber. So, und mit der neuen Einstellung, mit dem neuen Center Lock, wenn wir diesen aktivieren, das seht ihr auch an der leuchtenden Lampe, dann habe ich nicht mehr die Möglichkeit, über die Mittelstellung hinaus zu drehen. Selbst wenn ich es versuche, schnell zu drehen, ich bleibe hier stehen. Das ist aber nicht so, dass ich da nicht komplett nicht rüber komme. Ich muss einfach nur einmal entlasten, also in dem Augenblick, wo ich jetzt rüber gehe und jetzt kurz loslasse, kann ich weiter drehen. Das gleiche auch wieder zurück. Bleibt er stehen. Ich kann nicht direkt drehen. Ich muss einmal kurz entlasten und dann kann ich weiter drehen. Natürlich verhält das sich komplett neutral und normal, wenn ich es wieder ausmache, so wie ihr es gewohnt seid. Dann kann ich den Filter ganz normal benutzen, wie auch sonst vorher. Sicherlich ist euch anhand der Bilder schon aufgefallen, dass wir nun ein größeres und vor allem farbiges BeatFX-Display verbaut haben. Das neue Farbdisplay hilft dir, den Status des ausgewählten Effektes schnell und genau zu erkennen. Die Einblendung entspricht dem horizontalen X-Pad und ermöglicht dir eine intuitive Steuerung per Fingerwisch. Nicht nur die Bedienung wurde verbessert, es wurden auch neue Effekte und Funktionen hinzugefügt. Neu auf dem X-Pad der Möbius-Effekt. Ändert die Frequenz des Oszillators so, dass sie im Takt des Beats konstant steigt oder fällt. Du kannst die Parameter ändern, um den Sound länger oder kürzer zu machen. Du kannst auch die Wellenform ändern, um den Charakter des Sounds zu verändern. Neu ist auch der Triple-Filter. Dieser ändert die Filterfrequenz zyklisch in Abhängigkeit vom Beat, basierend auf 3 Beats. Triple Roll. Auch dieser basiert auf 3 Takten. Das hören wir uns aber gleich nochmal an. So, ich zeige euch jetzt unsere neue BeatFX-Sektion noch mal ein bisschen näher. Das Ganze natürlich jetzt auch schön beschriftet, damit ihr wisst, wo welche Funktion ist. Außerdem hören wir natürlich einmal kurz rein, wie denn die neuen Effekte klingen. Ihr seht hier oben schon die neue Effekteinheit bzw. das neue Display farblich. Das Ganze wird hier unten angezeigt. Neben Text konnte man das entnehmen, dass ihr jetzt genau seht, wo ihr euch befindet bzw. was hier angewendet wird. Das schauen wir uns gleich noch mal ein bisschen näher an, wenn wir nämlich auch tatsächlich einen Effekt aktiviert haben. Schauen wir uns als erstes den Möbius-Effekt an. Dazu muss ich nicht mal einen Track starten, sondern kann den Effekt hier auswählen. Wenn ich jetzt mal aktiviere hier, dann hört ihr schon, wie der ansteigt. So wie es jetzt eingestellt ist, wir sind auf 4 Bar. Das heißt, der steigt alle 4 Bar wieder an. Ich kann das Ganze natürlich auch erhöhen. Dann dauert das Ganze natürlich ein bisschen länger. Richtig Sinn macht es natürlich für so einen langen, sag ich mal, Build-up, macht man den auf 16. Und jetzt kann ich auch noch die Tonlage bzw. den Shape auch noch ein bisschen beeinflussen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier in der Mitte gehe, hört ihr auch, ist ein bisschen sharp. Und so klingt das Ganze natürlich endlos. Und das ist natürlich witzig, wenn man das irgendwie in der Kombination macht mit einem Track. Wenn ihr zum Beispiel dann Atmosphäre erzeugen wollt, könnt ihr natürlich auch einfach reindrehen.
Das macht natürlich Spaß und damit kann man tolle Atmosphäre erzeugen. So, schauen wir uns aber nochmal weitere Effekte an, nämlich unsere Triple Filter. Den habe ich jetzt mal eingestellt und da gehe ich mal wieder zurück auf den Start von dem Track hier. Und zwar, wenn wir den mal laufen lassen, suchen wir uns mal einen kleinen Loop, dann kann man das ein bisschen besser hören. Den mache ich jetzt mal an. Und wenn wir jetzt genau, ich aktiviere den mal wirklich auf einem ganzen, also im Vierer, und aktiviere jetzt mal den Triple Filter. Den hört ihr, wie er sich bewegt auch schon. Ist ein bisschen anders, wie ihr es vielleicht sonst kennt. Ich schalte mal auf den normalen Filter um, dann hört ihr nämlich genau, was anders ist. Das ist nämlich auch ein Vierer und da hört man eine gerade Bewegung halt, ne? Und wenn wir das jetzt mal wieder umswitchen auf den Triple Filter, da haben wir natürlich diese Dreierbewegung halt, wirkt natürlich dadurch so, dass es eine ständige Änderung gibt. Coole Geschichte. Und das Ganze geht natürlich genauso mit den Triple Roll. Also ich würde aber hier noch einmal kurz vielleicht noch mal einmal ändern, hier auf dem Triple Filter, damit ihr auch hört, es gibt noch andere Einstellungen natürlich. Und natürlich könnt ihr das auch direkt verkürzen, den Filter dann. So, aber das ist natürlich hier keine Performance, keine DJ-Performance, sondern ich möchte euch nur die Effekte ein bisschen näher bringen, damit ihr versteht, was das Ganze überhaupt macht. Da haben wir natürlich hier auch nochmal einen Roll. Das kennt ihr zum Beispiel. Ein normaler Roll ist ja, der ist jetzt der Roll an. Und wenn ich das mal switche auf den Triple Roll, da hört ihr schon, aha, zwei Drittel. Kürzen, so ein Drittel, zwei, vier, acht Drittel. Also das ist natürlich wirklich interessant, da kannst du natürlich ganz abgefahrene Grooves machen und ein bisschen experimentieren. Ja, das sind die neuen Effekte in der BeatFX-Sektion. Die Mikrofonsektion des DJM A9 wurde komplett überarbeitet und verbessert. So hast du mehr Kontrolle und kannst mehr kreativer und intuitiver mit dem Mikrofon arbeiten. Mit den neuen hinzugefügten Effekten kannst du ganz einfach Vokalisten oder Instrumentalisten in dein DJ-Set integrieren. Dank des Phantomeinspeisungseingangs mit 48 Volt kannst du ein hochwertiges Kondensatormikrofon direkt an dein DJM A9 anschließen. Ein Feature, das es bei einem DJ-Mixer noch nie gegeben hat. Standardmäßig ist diese Funktion in den Settings deaktiviert, damit normale Mikrofone nicht beschädigt werden. Außerdem sind vier neue Mikrofoneffekte enthalten, darunter ein spezieller Hall-Effekt, mit dem du deine eigene Stimme oder die von Sängern verbessern kannst. Bevor ich euch gleich die Effekte am Gerät zeige, möchte ich noch eine weitere wichtige Neuerung erwähnen. Der Schalter zur Aktivierung des Mikrofons wurde nun durch einen Taster ersetzt. Ab jetzt heißt es Push-to-Talk. In den Einstellungen kannst du jetzt festlegen, dass bei Push-to-Talk automatisch die DJ-Monitore ausgeschaltet werden. Ein super hilfreiches Feature, was euch vor Rückkopplung im DJ-Booth schützt. Schauen wir uns die Mikrofonsektion noch mal ein bisschen genauer an. Hier oben findet ihr den Level für Mikrofon 1 und 2. Die Anschlüsse für die Mikrofone sind auf der Rückseite, einmal XLR und einmal Klinke 6,3 mm. Beide sind balanced. Dann haben wir hier den Equalizer, Zweiband-Equalizer für beide Mikrofone. Es gibt hier den Talkover, die neuen Mikrofoneffekte, die wir uns jetzt gleich mal anhören. Dann gibt es noch speziell das Mic-Verb, wozu es auch noch Parameter bzw. die Lautstärke gibt. Natürlich könnt ihr auch das Mikrofon weiterhin auf einem BeatFX legen. Ja, und eben auch schon erwähnt, Push-to-Talk. So, das Mikrofon ist eingeschaltet, dann probieren wir das doch gleich mal aus mit den Effekten. Schauen wir uns als erstes mal das Verb an, das Mic-Verb an. Ich aktiviere das mal und wenn ich das jetzt eingeschaltet habe, kann ich am Parameterregler quasi die Stärke, wie viel Hall oder wie viel Reverb ich haben möchte, reindrehen.
Und es klingt auch ganz schön. Hallo? Hall? Ja? Und da könnt ihr natürlich die Stärke für euch jetzt variieren, wie ihr es gerne haben möchtet. Und das Besondere ist natürlich, dass wir jetzt nicht nur einen Effekt haben. Jetzt haben wir quasi einen Raum und einen Reverb damit drauf und können zusätzlich noch andere Effekte nutzen. Hier gibt es weitere Mikrofoneffekte. Da haben wir zum Beispiel als erstes das Echo. Wenn das aktiv ist und ich jetzt zum Beispiel den Parameterregler nach rechts drehe, dann hört ihr, da kommt das Delay rein. Und das ist im hohen Bereich, deswegen steht hier auch High. Und wenn ich nach links drehe, ist es im Low-Bereich. Das ist ein bisschen muffiger halt, ne? So, und ich kann aber auch noch in den Settings einstellen, was für ein Delay ich haben möchte. Ob das ein Viertel, ob das ein Drittel oder ja, ein halber ist, ne? Also das könnt ihr dann nochmal in den Settings direkt einstellen. Das geht jetzt hier nicht. Schauen wir uns nochmal den Pitch an. Der klingt natürlich auch immer nice. Wenn man den jetzt mal ein bisschen höher dreht. Oder? Ja, wir drehen ihn einfach mal ein bisschen runter. Das Ganze in Kombination mit einem Hall wird schon gruselig, wenn man das jetzt so macht. Und ganz, ganz wichtig natürlich auch. How much is the fish? Ja, ganz genau. Ihr habt jetzt hier auch noch den Megafon-Effekt und das ist natürlich witzig. Da kann jetzt jeder quasi ja, Scooter imitieren. Ne? Also Megafon, Pitch und Echo könnt ihr kombinieren. So, und eben schon erzählt, dass es natürlich auch hier den Talkover gibt. Und den Talkover könnt ihr natürlich auch in den Einstellungen konfigurieren. Auch dieser steht natürlich wieder als Advanced Talkover zur Verfügung. Das heißt, wenn der aktiviert ist, dann wird die Musik nur in dem Frequenzbereich gefiltert, wo die Stimme liegt, und abgesenkt. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Also richtig coole neue Mikrofoneinheit hier am DJM A9. Wie schon bei seinem Vorgänger verfügt der A9 über zwei USB-Anschlüsse, die sowohl als Typ B als auch als Typ C Anschlüsse zur Verfügung stehen. Auch hier kannst du ein PC oder Mac, auf dem Rekordbox im Performance-Modus läuft, über ein einziges USB-Kabel anschließen und alle vier Player zur Steuerung der Software verwenden. Voraussetzung dafür ist, dass alle CDJs mit dem A9 über LAN verbunden sind. Der Multi-IO kann über 6,3 mm Klinkenbuchsen oder über den USB genutzt werden. Die Multi-IO-Sektion verfügt nun über einen unabhängigen Kanalwahlschalter, sodass externe Effekte unabhängig von der BeatFX-Auswahl als Insert verwendet werden können, was dem A9 echte Sendfähigkeiten verleiht. Das bedeutet auch, dass du den Effekt-Sound, also den Return, von einem externen Gerät wie einem RMX-1000 oder einem Delay-Pedal auf einem beliebigen Kanal routen kannst. Und nicht nur auf dem Kanal, von dem er stammt. Wie bei seinem Vorgänger kann der Multi-IO auf USB-Eingang umgeschaltet werden, sodass Effekte wie die RMX-1000-App als Insert verwendet werden kann. Über diesen Eingang können Musik-Apps wie zum Beispiel Rekordbox, Spotify oder Softwareinstrumente auf Smartphones direkt auf dem DJM A9 abgespielt werden. Du kannst auch dein DJ-Set mit der DJM Rack-App in bester Soundqualität aufnehmen. Auch das USB-Signal kann nun auf jedem Kanal geroutet werden. Hier ein Beispiel, wie ihr die RMX-1000 iPad-App nutzen könnt. Dazu habe ich ganz normal hier per USB verbunden, USB-C hier in das iPad rein. Ich schalte hier auf USB und aktiviere den Insert. Und wenn ich jetzt einen Track starte, ich habe jetzt auf Master gewählt, ich kann natürlich auch einfach direkt auf den Kanal wählen, den ich nutzen möchte, Kanal 2. Und jetzt kann ich hier ganz normal, wenn das aktiv ist, den Effekt nutzen vom RMX-1000. Ja, und wie eben schon erwähnt, könnt ihr natürlich auch ein Software-Instrument nutzen. Hier habe ich zum Beispiel den Moog. Da könnt ihr einfach direkt anschließen, so wie ich es jetzt hier auch gemacht habe, am USB wieder wie eben auch angeschlossen. Allerdings habe ich jetzt das Signal hier auf Kanal 4 auf dem USB-Kanal geroutet. Hier oben direkt am Input-Selector könnt ihr das auswählen. So, und jetzt kann ich natürlich hier direkt Sound spielen und habe direkt mein Moog hier auf meinem A9. Als letztes Beispiel für den Multi-IO habe ich jetzt nochmal mein iPhone mit der Rekordbox-App. Ich bin hier auf Kanal 4 auf USB. Ich habe hier jetzt nochmal reingestöpselt und der Multi-IO steht hier auch
auf USB. So, natürlich kann ich jetzt hier auch direkt starten. Ja, und später habt ihr auch die Möglichkeit natürlich dann, wenn das Update rauskommt mit der neuen Recordbox-App, hier auch sogar euren Mix direkt zu machen und könnt natürlich dann auch, ja, vielleicht das Ganze kombinieren. Und könnt natürlich dann die Effekte nutzen, die ihr am Mixer habt, ne? Das ist der Multi-IO am A9. Ebenfalls ganz neu ist die Bluetooth-Konnektivität. Die Aktivierung ist einfach und komfortabel. Durch Drücken der Bluetooth-Taste wird die Funktion aktiviert und mit gepairten Geräten verbunden. Um das Pairing zu aktivieren, drücke die Bluetooth-Taste so lange, bis das Bluetooth-Symbol blinkt. Der A9 taucht nun in den Bluetooth-Einstellungen von deinem Smartphone oder Tablet auf und kann verbunden werden. Der Bluetooth-Eingang kann jedem Kanal des DJM A9 zugewiesen werden. Du kannst Audio-Tracks drahtlos von anderen Geräten wie Smartphones oder Tablets abspielen. Dadurch kannst du alle Mixer-Funktionen und Effekte nutzen, um den Sound zu verändern. Ich habe mein iPhone bereits per Bluetooth gekoppelt, einfach nur um zu zeigen, dass die Qualität natürlich auch klasse ist. Das heißt, ich kann jetzt wirklich jeden Kanal auswählen und habe beste Soundqualität. Je nach Anbieter, bei manchen bekommt man die auch wirklich in Hi-Res, kann ich jetzt wirklich in einer super Soundqualität, ja, direkt streamen, das Ganze kabellos halt nutzen, ist natürlich eine feine Sache. Also Bluetooth, jetzt auch DJM A9. Damit der DJ den Monitorlautsprecher an seine Hörgewohnheiten anpassen kann, wurde der DJM A9 nun auch mit einem Zweiband-EQ für den Monitorbereich ausgestattet. Ein weiteres Top-Feature sind die Dual-Headphone-Cues, die Pioneer DJ bereits 2016 im DJM Tour 1 eingeführt hat und ebenso im DJM V10 zu finden sind. Beide Kopfhörerkanäle sind mit separaten Cue-Buttons, Lautstärkereglern und Mix-Balance-Reglern für Master, Cue-Mix sowie Mono-Split ausgestattet, um das Cue-Signal links und das Master-Signal rechts zu hören. Beide Kopfhörerkanäle verfügen zusätzlich über einen Link-Cue-Button, um die Vorhörfunktion auf kompatiblen CDJs oder in Recordbox nutzen zu können. Fast alle Potis und Buttons des DJM A9 senden MIDI-Parameter. Bei Bedarf kannst du mit MIDI On-Off das Senden auf den USB-Ports aktivieren, um zum Beispiel deine DAW oder andere MIDI-empfangene Software zu steuern. Mit Start-Stop kannst du zusätzlich einen MIDI-Timecode senden, um deine DAW oder andere MIDI-fähige Geräte mit den Tempoinformationen des DJM A9 zu versorgen und zu starten. Zum Release des DJM A9 wurde gleichzeitig die neue Stagehand-App veröffentlicht. Der Pioneer DJM A9 ist mit Stagehand kompatibel. Die erste Pro DJ Link Remote Management App für Toningenieure, die über Wi-Fi mit dem Mischpult verbunden sind. Mit einem iPad, das über Wi-Fi mit dem Mischpult verbunden ist, kann der Toningenieur Dinge wie Pegelanzeigen und die Bedienung des Mischpults durch den DJ im Auge behalten. So ist es einfacher, die Einstellung des Soundsystems zu optimieren und eine reibungslose Show zu veranstalten, ohne den Auftritt des DJs unterbrechen oder gar die Kabine betreten zu müssen. Die App ist in drei Bereiche aufgeteilt: Status, Device Control und Waveform, um das System überwachen und unterstützen zu können. Damit die Stagehand-App auf die Informationen des CDJs und DJM zugreifen kann, müssen sich alle Geräte im selben Netzwerk befinden. Die App kann auch eine direkte Wi-Fi-Verbindung mit dem iPad herstellen. Wenn du mehr über die Stagehand-App erfahren möchtest, folge dem Link in der Beschreibung dieses Videos, in dem die Stagehand-App ausführlich erklärt und demonstriert wird. In den Utilities können Einstellungen zum Mixer in den Bereichen Mixer-Settings, My-Settings, General-Settings und Soundcheck vorgenommen werden. Im unteren Teil wird angezeigt, welche Funktionstasten zum Navigieren und Einstellungen genutzt werden können. Mixer-Settings, das sind die Settings für Master-Out, Booth-Out, Mikrofon, Record-Out, Digital-Master, Auto, Standby, Lock und die Owner-Settings. My-Settings, darüber kannst du deine Einstellung laden oder speichern. Du kannst die Beat-Effects-Einstellungen ändern oder auch deine Headphone-Einstellungen
Einstellung speichern. General Settings. Hier findest du die Wi-Fi im Bluetooth-Verbindungseinstellung und die Übersicht der Netzwerkkonfiguration. Mit dem neuen Soundcheck Utility ist es dem Tontechniker nun möglich, die angeschlossene PA und die DJ-Monitore direkt zu testen. Ein Tongenerator erzeugt Noise- oder Sinuswelle. Die Frequenz der Sinuswelle kann mit dem X-Pad erhöht oder verringert werden. Außerdem kann ausgewählt werden, ob das Signal links, rechts oder Stereo auf dem Master, Booth oder beide mit voreingestellter Lautstärke gesendet wird. Um in das Utility-Menü zu gelangen, drückt ihr einfach den Utility-Button. Jetzt erscheint hier das Utility-Menü. Darunter ist genau erklärt, wie ihr navigieren könnt. Da habt ihr einmal die Möglichkeit mit den Beat-Tasten und mit Tab bestätigt ihr dann quasi ein Setting. Hier haben wir eben schon drüber gesprochen. Hier sind jetzt zum Beispiel alle Settings zum Mixer, die wichtigen Settings, ob das der Boost-Ausgang ist, Mikrofon und so weiter. Da kann eingestellt werden, wie der Limiter greifen soll, zum Beispiel vom Mikrofon. Mit Tab komme ich wieder zurück, gehe noch einen Schritt weiter zurück. Hier sind My Settings, die könnt ihr speichern, laden. Ihr könnt natürlich jetzt euer Settings auch direkt speichern. Wenn ich hier zum Beispiel drauf klicke auf Store, dann wird mir angeboten, das zu speichern. Wenn ich meine Settings auf einem externen Stick speichern möchte, wechsle ich auf My Settings Save, drücke Tab und kann jetzt zum Beispiel einen USB-Stick aussuchen, der an einem CDJ eingesteckt ist, bestätige das und schon sind meine Settings gespeichert. Gehen wir noch einmal zurück. Hier befinden sich nochmal die generellen Settings für Wi-Fi. Schauen wir uns jetzt aber mal das Top-Feature an, nämlich den Soundcheck. Gehen wir mal drauf, tippen auf Tab und jetzt sind wir drinnen. Wir können auswählen zwischen Nice und Sign. Wir lassen das jetzt Ganze mal auf Sign. Die Frequenz ist schon eingestellt, die können wir gleich nochmal ändern. Mit meinem Encoder für Time, der unter dem Channel Select ist, kann ich jetzt navigieren. Da gehe ich ein bisschen weiter runter. Ich gehe jetzt mal auf Volume. Die restlichen Einstellungen lasse ich so. So, irgendwie höre ich auch noch nichts. Ne? Um das Signal zu starten, drücke ich einfach mal auf Tab. Und dann hört ihr natürlich auch das Signal. Und jetzt kann ich mit dem X-Pad, ja genau, angenehm, auch die Sinuswelle ändern. Natürlich kann ich jetzt auch, wenn ich jetzt nach oben wechsle, wieder auch auf Noise ändern. Mit Tab nochmal zu drücken, stoppe ich das Signal wieder. Ja, cooles Feature, Soundcheck extra für Toningenieure. Die werden sich freuen. D&M A9 ist Rekordbox und Serato ready. Außerdem unterstützt er DVS, sodass du dein DJ-Setup zum Beispiel mit den PLX 1000 Turntables von Pioneer DJ ergänzen kannst. Für alle Technikinteressierten hier nochmal eine kleine Zusammenfassung bzw. die D&M A9 Spezifikation. Hier seht ihr natürlich die Menge der Anschlüsse, vor allen Dingen auch interessant, wie viel wiegt der eigentlich und wie sind die Abmessungen ganz genau. Danke, dass du dir das Video angesehen hast. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du hast einen Eindruck von dem Produkt bekommen. Wenn das der Fall ist, dann abonniere doch unseren YouTube-Kanal, damit du immer auf dem Laufenden bist, wenn wir neue Inhalte hinzugefügt haben. Gerne kannst du auch einen Kommentar hinterlassen. Kritik, Anregung oder Lob sind immer willkommen. Bis bald!